mit, um deinen Körper auf das Singen vorzubereiten. Spaß damit und speichert euch dieses Video ab, damit ihr das immer wieder mal hervorholen könnt, um euch ein bisschen zu lockern, bevor das Ganze losgeht. Wir wollen als erstes die Seite schön dehnen und strecken. Ich sitze jetzt gerade und alles, was ihr machen müsst, ist hier das Handgelenk greifen und dann schön strecken, langziehen, dehnen und schön spüren, wie an der Seite die Muskulatur sich löst und alles aufgeht. Wir machen das dann auch auf der anderen Seite. Wieder Handgelenk greifen und schön dehnen. Wirklich das Gleichgewicht finden, die Muskulatur dehnen. Was ganz Banales für die Nacken- und die Schultermuskulatur ist, nach beiden Seiten gucken, ist zur einen Seite runterzählen von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zurück zur Mitte, dann in die andere Richtung gucken und nochmal zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann sollte gleich hier der Bereich in der Muskulatur ein bisschen weicher geworden sein. Wir machen noch eine ganz lustige Zungenübung, indem wir quasi den Masseter, also die Kiefer- und Wangenmuskulatur, massieren mit der Zungenspitze von innen. Wir machen 4 Kreise in die eine Richtung und dann 4 Kreise in die andere Richtung auf beiden Seiten. So, das war die eine Seite, jetzt die andere. Nochmal 4-mal in die eine Richtung und in die andere Richtung. Dann sollte man auch gleich merken, dass sowohl die Zunge sich lockert, aber auch hier der Bereich, da die Zunge ja auch an den Kehlkopf angeschlossen ist, beziehungsweise auch an die Knöchelchen hier, dass sich hier alles löst. Und man merkt auch gleich, dass alles gleich viel lockerer wird. Und jetzt könnt ihr starten mit der Aktivierung und mit dem Aufwärmen eurer Stimme. Jetzt habt ihr zumindest den Bereich ein bisschen gelockert. Bis dann. Ciao.